Aber es ist eine Theorie und die sollte man in je, also immer, wenn man eine Theorie in einem Adventure hat, immer sofort austesten, weil es könnte ja tatsächlich sein, dass das stimmt. So, jetzt nochmal hier komplett durchlaufen. Ich wüsste auch nicht, wo ich sonst irgendwelche Codes herbekommen sollte. So, nochmal hier ran. So, jetzt nochmal Dokumente. So, das war mal 2. Zwei, drei, vier, fünf? Nee, was habe ich denn gerade gesagt? 12, 3, 5. Warte mal, oder? 12, 3, 5. Ja, ich teste das einfach mal. 12, 3, 5. Das funktioniert wohl nicht. Nö. Hätte mir auch gewundert, wenn. Es muss da irgendwie nie. Ja. Nie einen Hinweis darauf geben, oder nicht? Oder vielleicht mit dem Telefon wieder irgendwas? Ah, vielleicht. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Ich gehe nochmal zurück. Ich will nochmal kurz die Nummern von Hans Vorarlberg und Helena Romanski vergleichen. Eventuell ist das jeweils eine Telefonnummer oder zusammengezählt eine Telefonnummer. Und ich kann die mit meinem Handy anrufen. Wie wär's damit? Und dann halt sagen, hier, komm mal bitte raus, ich möchte mit dir reden. Das wäre nochmal eine Idee, die ich hätte. So, geh nochmal ran. So, erstmal Helena Romanski. Gästekarte, da hat sie keine Nummer. Dann Helena Romanski hat sie hier 1270. Ich kreis mir die mal kurz ein. Wo ist sie denn hier? 1270 ist die hier. So, was war die von Hans? 1478. 1478. Sind auf meiner Liste sogar direkt nebeneinander. So. Jetzt gehe ich aber mal beide einzeln durch und dann zusammengezählt. So, 14, 7, 8. Verflixt noch mal. Aha. Normal sagt sie ja nichts, wenn man niemanden erreichen kann über eine Telefonnummer. Gucken wir mal, ob das ein Hinweis war. 12, 70. Das ist jetzt die Nummer von Hans. Nee, warte mal. Von Anna. Nee, Quatsch. Helena, oder? Ich hab. Egal. Senden. Einer von beiden. Verflixt noch mal. Normal sagt sie nichts. Aber jetzt. Jetzt. Weiß nicht, das ist. Ich kombiniere das einfach mal. 14, 7, 8, 12, 70. Ah, komm! Verflixt noch. Ja, eben, das war eine gute Idee. Vielleicht andere Reihenfolge. 12, 70, dann 14. 7, 8. Ach komm. Verflixt noch mal. So. Ja, toll. Hilfe. Jede Idee, die ich habe, die ist so gut gewesen. Jede! Oh Mann! Aber alle gehen nicht! Was soll das? Was soll? Ja. Warte mal, 82. Kam jemand 82 hierher? Was ist
nächsten Jahr? Der 81, 82. Wladimir, und Olga. Oh, doch, einige. Ach, ich habe keine Ahnung. Was ist das vielleicht ein Hinweis hier? 1503, 2510. 1641, ich weiß nicht. Ja, Hans, ja, aber hm. Das sind auch keine vier Zahlen hier. Ha. Ich verstehe das gerade nicht wirklich. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich gehe nochmal zum Becken, wo ich das Wasser zum Blubbern gebracht habe. Es müsste damit auch irgendwas, ja, Machbares sein damit. Geh mal. Huch! Was? Komm, da ist die nackten Männer her. Hallo? Wie habe ich denn das getriggert, dass jetzt die nackten Männer herkommen? Und da kann er offenbar Schach spielen. Okay, das wundert mich jetzt nun sehr. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Vielleicht sollte ich doch meine Königin, es sei denn... Ich weiß, dass ich Sie ein wenig störe, aber... Nein. Dann bin ich in zwei Zügen matt. Vielleicht doch eher der Läufer. Auf den Läufer kann man sich immer verlassen. Also gut, dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Meine Herren, könnten Sie mir vielleicht... Ich bin ratlos. Diese Verteidigung macht mich ratlos. Ich bräuchte wirklich... Der Springer. Aber dann holt er mich mit seinem Turm. Okay, ich hab schon verstanden. Hallo? Hallo? Passiert da was? Meine Herren, könnten Sie mir vielleicht... Ich bin ratlos. Diese Verteidigung macht mich ratlos. Ich bräuchte wirklich... Der Springer. Aber dann holt er mich mit seinem Turm. Okay. Wenn ich jetzt noch mal... hier... das Wasser ein bisschen... ja, heißer mache. Habe ich das jetzt kalt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Sagt ihr was dazu? Meine Herren, könnten Sie mir vielleicht... Ich bin ratlos. Ich bräuchte wirklich... Der Springer. Okay. Oh, kann ich das Ding umschubsen einfach? Oh, sieh mal da! Die Tür ist das offen! Hä? Keine Ahnung, wie ich das getriggert habe. Keine Ahnung. Aber Leute, wir kommen weiter. Hallo? Halt! Mädchen! Da liegt was. Hotel Kronski, Kundenkarte, Kundennummer, Kugast 0968. Vielleicht ist das endlich die Nummer, die wir brauchen hier, ey. Oh, ich drehe hier ab. 0968. Einkreisen, damit ich weiß, bei den Milliardenzahlen, dass das die eventuell hoffentlich richtige ist. Hier gibt es sonst nichts mehr, ne? Ey, wenn das jetzt die richtige Zahl ist, ne? Dann lache ich. Aber, es ist, ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt die Szene von eben getriggert habe. Wo bin ich hier? Ich weiß nicht, wie ich das getriggert habe. Wie die Herren hingekommen sind. Vielleicht, weil ich, na, geh doch da an. Vielleicht, weil ich, das Wasser da einmal aufgedreht habe. Also, keine Ahnung, jetzt, das Blubbern, weiß ich nicht.
Hat die das angelockt da jetzt oder was? Egal. 0, 9, 6, 8. Yes! Das speichere ich mir ab. Boah, geil. So, da, Leute, genehmige ich mir noch mal einen Wodka-Schluck. Boah, endlich, ey. Oh, geil, Mann. Oh, Wahnsinn. Ich wusste echt nicht, wie ich an die Zahl rankommen sollte. Das war jetzt echt... Ja, es regt mich ein bisschen auf, dass das Zufall war. Und ich nicht selbst das quasi rätseln konnte, aber trotzdem, geiles Rätsel. Geiles Rätsel. Was ist das? Hä? Bitte was? Warum habe ich mir jetzt eine Maske aufgezogen? Okay, wenn ich also wieder rein will, dann nimmst du die Gasmaske ab. Es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Warum nicht? Hä? Warum habe ich hier eine Gasmaske? Furzt da draußen jemand oder was? Oder ist das hier so krass verseucht, dass ich hier ohne Gasmaske nicht raus darf? Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt hier gerade in Stalker sind oder so. Oder in Metro, Last Light und so. Wusste ich jetzt nicht. Was ist das jetzt hier? Das funktioniert nicht. Fehlt ein Teil. Nö. Das funktioniert wohl nicht. Warum fehlt denn da mal ein Teil? Mann. Kann man das Gasmaske draufhängen? Nö. Warum brauche ich eine Gasmaske? Ich raff es gerade nicht. Auf der einen Seite bin ich froh, dass wir das Rätsel gelöst haben. Auf der anderen Seite... Oh, sieht richtig schön auch hier aus. Ärgert mich, dass sie das... Oh, was ist denn hier los? Auf der anderen Seite ärgert es mich, dass das Rätsel, ich sage mal so, nicht aus meiner Kraft gelöst werden konnte. Sondern einfach, weil ich irgendwie getriggert habe, die Typen dadurch... ja, die Tür geöffnet habe, wo ich dann letztendlich den Code gefunden habe. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ansonsten... Cool gemacht, cooles Rätsel. Das funktioniert wohl nicht. Schau mal die Glocke, baue sie auf der anderen Seite an gleich. Hier rede ich gleich, das wird wahrscheinlich Helena sein oder so, ne? Ich hätte auch eine Gasmaske. Warum braucht man hier eine Gasmaske? Gut, der Wind weht hier ein bisschen stärker, aber... Ist das giftiger Wind oder was jetzt hier? Oder Salzwind oder salziger Wind, Salzlakenwind, keine Ahnung, wie das Ding nochmal heißt. Ist das giftig? Wisst ihr das vielleicht? Boah, jetzt dudelt die Musik wieder so laut, ey. Holla, die Waldweh. Dabei habe ich dir schon leise gestellt, wisst ihr? Bevor ich mit dir rede. Sorry. Oh. Wie gesagt, Pollenallergie. Es geht gerade nicht anders. Ich gehe nochmal hier und baue da mal die Glocke an und teste das mal kurz. Was bringt mir das jetzt? Ja, genau. War halt. Geh nochmal zurück. Vielleicht kann ich läute die Glocke mal da, wo ich sie gerade gefunden habe. Vielleicht passiert da dann was. Wie heißen die überhaupt? Ja, Glocke. Natürlich, klar. Aber wozu brauchen wir die Glocke? Warum kann man die läuten? Und ist das da vorne Helena? Wir wissen es noch nicht. Aber erstmal
bei euch die Glocke an. Zack. Alle guten Dinge sind zwei. Nö, keine Ahnung. Ding einfach mal wieder mit. So, hier. Na, dann reden wir mal mit der Frau. Das ist eine Frau, ne? Müsste Helena sein. Ja, ganz klar. So, kann man was mitnehmen hier gerade? Nö. Frau Romanski? Frau Helena Romanski? Aber wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Entschuldigen Sie die Störung, gnädige Frau. Ich heiße Kate Walker. Frank Malkovich gab mir Ihre Adresse. Malkovich, dieser alte Gauner. Sind Sie mit ihm verwandt? Nicht wirklich. Er ist nur ein guter Freund meiner Mutter. Er hat mir gesagt, dass ich Sie hier in Aralbad finden könnte. Ich bin Amerikanerin, Anwältin. Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Wenn Sie von so weit wegkommen, muss es wohl etwas Wichtiges sein. In der Tat. Ich hätte Sie gern in einer komplizierten und dringenden Angelegenheit gesprochen. Ich komme gerade aus... Später, mein Kind, später. Meine Migräne meldet sich. Diese Masken sind wirklich entsetzlich unbequem. Ich muss zurück ins Hotel. Würden Sie bitte meinen Diener rufen? Ihren Diener? Natürlich. Wartet mal. Helena, ja. Der Diener wird wahrscheinlich der James sein, ne? Oh. Sie hier! Wie konnten Sie es wagen? Verlassen Sie diesen Ort umgehend! Ich bitte Sie, ich musste unbedingt Frau Ro... Frau Romanski, bitte entschuldigen Sie. Diese Frau ist ohne Erlaubnis hier eingedrungen. Aber das wird nicht wieder vorkommen. Ich werde Sie sofort nach draußen befördern. Ich hoffe, sie hat Sie nicht zu sehr belästigt. Lassen Sie es gut sein, mein lieber Felix. Es ist alles in Ordnung. Diese junge Frau ist mein Gast. Ihr Gast? Aber das ist unmöglich. Dieses Frauenzimmer kannte sie doch vor einigen Stunden noch gar nicht. Schweigen Sie, Felix, bevor Sie sich zu Beleidigungen hinreißen lassen. Frau Romanski, lassen Sie mich Ihnen trotzdem sagen, dass die Person vorhin versucht hat, den Springbrunnen zu sabotieren. Jetzt ist es aber genug. Ich wünsche, dass Fräulein Walker wie meine Freundin behandelt wird. Habe ich mich klar ausgedrückt, Herr Smetanow? Sehr klar, Frau Romanski. Ich möchte Sie bitten, mich vielmals zu entschuldigen. Schon gut, Felix. Sie können jetzt gehen. Ja. Und so, schon hat man Freunde gefunden. Geil. Ja, vielen Dank, Frau Romanski. Können wir denn mit der Glocke hier den Diener schon rufen? Oder müssen wir direkt persönlich zu ihm hingehen? Dachte ich mir. Gut. Nehmen wir mit. Versuche das vorne nochmal. Und ansonsten gehen wir halt zu Felix. Nein. Zu James. Wie komme ich jetzt auf Felix? Egal. hat der uns das City erwischt. Verdammt. Na gut, aber wir haben ja jetzt die Erlaubnis von Frau Romanski hier bleiben zu dürfen. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass sie reingeht, damit sie dann ungestört und ohne hoffentlich Migräne mit uns kommunizieren können, kann. Ah, nicht? Gut. Oder? Warte mal, ich kann den nicht mehr mitnehmen. Hallo? Warum kann ich die... Hä? Ich kann die Glocke nicht mehr mitnehmen. Eben ging's noch. Habt ihr ja gesehen, habe ich ja mehrmals gemacht, auf beiden Seiten. Aber jetzt darf ich nicht mehr. Oh Mann. Macht mir meine Glocke geklaut. Keine Ahnung, habe ich jetzt hier den James getriggert oder? Ich gehe mal kurz hier durch. So. Leg mal ab die Maske. Keine Ahnung, ob die Luft da so...
Weiß nicht, schädlich, giftig ist, dass man eine Gasmaske braucht? Ich weiß es nicht, irgendwie. Na, ist er doch. Ich meine, Salzwasser ist schön und gut, aber ist das wirklich so giftig? Eigentlich nicht, oder? Naja. James, worauf warten Sie denn? Sagen Sie mir nicht, Sie hätten die Glocke schon wieder nicht gehört. In der Tat, die Glocke hat geläutet. Es ist sehr windig, nicht wahr? Ja, es pfeift ordentlich. Warum? Frau Romanski will das nicht verstehen. Sie sagt, dass ein Automat keinen Schutz braucht. Aber mein Organismus verträgt die salzige Brise nicht mehr. Ich wage mich nicht nach draußen. Und wenn ich Ihnen meine Salzmaske leihe, wäre Ihnen das eine Erleichterung? Ganz bestimmt. Eine Salzmaske? Also bitte, jetzt übertreibt ihr aber mal. Vor allem, dass ein Automat, ein metallischer Haufen, sich weigert. Oh, komm, denn wieder, oder was? Kate, und? Hast du die berühmte Helena getroffen? Wie ist sie? Erinnert sie sich noch an Frank? Hallo, Mama. Ja, ich habe sie getroffen. Sie lebt tatsächlich in Aralbad. Sag Frank noch einmal vielen Dank. Das werde ich tun. Wie ist es in Aralbad? Wer weiß, vielleicht wird Frank mich ja einmal dorthin entführen. Weißt du, Mama, dieser Kurort ist nicht mehr das, was er einmal war. Du wärst sicherlich enttäuscht. Vielleicht hast du recht. Dann bist du jetzt also fertig? Kommst du bald zurück? Ist deine Mission beendet? Nicht ganz, Mama. Ich habe immer noch nicht den Erben gefunden, mit dem ich die Angelegenheit regeln muss. Helena Romanski ist, wie soll ich sagen, eine Art Umweg. Jetzt hör mal zu, mein Kind. Ich habe das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Du solltest zurückkommen und deinem Boss erklären, dass es diesen Erben gar nicht oder nicht mehr gibt. Du hast schon viel zu viel gemacht. Soll ich ihn für dich anrufen? Mama, misch dich da bitte nicht ein. Ich will Hans Vorarlberg finden für meinen Kunden ebenso wie für mich selbst. Du bist genauso dickköpfig wie dein Vater. Aber sag hinterher nicht, du hättest besser auf deine Mutter gehört. Versprochen, Mama. Boah, ey, die Alte geht mir auf den Nerv. Oh, ich kann mich bewegen. Oh, hi. Ja, wie gesagt, um den Satz zu Ende zu führen. Ich verstehe das nicht, dass hier diese Automaten, diese Blechhaufen hier so eitel sind, dass sie halt Angst vor ein bisschen Luft haben. Oder, grausam. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen, Frau Romanski. Ich habe viel von Ihnen gehört. Man redet also heute noch von mir? Natürlich. Ihr Name wird allseits hoch gelobt. Sie sind eine der größten Sängerinnen dieses Jahrhunderts. Ich war, mein Kind, ich war. Welches ist nun also der Grund für Ihren Besuch? Ich möchte anmerken, Ihre Synchron gefällt mir sehr. Ich finde es immer richtig genial, wenn Dialekte, vor allem russische Dialekte, in Spielen oder Filmen gut rüberkommen. Ich feiere sowas total. Wie ich Ihnen bereits sagte, ich bin Anwältin. Um ehrlich zu sein, verstehe ich recht wenig von klassischer Musik, aber die Herren Borodin und Malkovich haben mir wirklich Lust gemacht, sie singen zu hören. Da kommen Sie 10 Jahre zu spät, mein liebes Kind. Und wie geht es Frank? Ich nehme es ihm noch immer ein wenig übel, dass er uns verlassen hat, um in Amerika Karriere zu machen. Ich will Sie ja nicht kränken, aber ich habe schon immer gedacht, dass Cowboys nichts von großer Musik verstehen. Ich glaube, er singt heute kaum noch. Wenn, dann im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Er lässt Sie ganz herzlich grüßen. Wie lieb von ihm. Sehen Sie, James? Man denkt noch an mich auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber das habe ich nie bezweifelt, Frau Romanski. Und der andere Herr, wie sagten Sie? Borodin? Kenne ich ihn? Ja, Sie haben einmal in Komkolzgrad gesungen. Ein herrliches Konzert, wenn ich dem Direktor glauben darf. Wenn Sie wüssten, wie lebhaft er sich noch daran erinnert. Auch er bewundert Sie heute noch. Der Gedanke, einen meiner treuesten Bewunderer wiederzusehen, ist wirklich sehr verlockend. Oje, aber mit dieser Stimme ist es mir unmöglich. Ach, was hast du denn gegen deine Stimme? Die ist doch okay. Eine rechtliche Angelegenheit, in deren Zusammenhang ich Herrn Sergei Borodin, den Direktor des Industriekomplexes Komkolzgrad, nordwestlich von hier, kennengelernt habe. Ich erinnere mich an diese Fabrik, ein finsterer Ort. Das waren sie übrigens alle.
Frau Romanski, dieser Herr Borodin ist einer Ihrer größten Bewunderer. Sein größter Traum ist es, Sie noch einmal bei sich singen zu hören. Singen? Aber mein liebes Kind, ich singe schon seit langem nicht mehr. Mit der Stimme ist es wie mit dem Rest. Mit der Zeit verblüht sie. Sie übertreiben. Ich bin davon überzeugt, dass Sie noch heute eine wunderbare Stimme haben. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber senil bin ich noch nicht. Ich finde mich mit der Realität ab. Nein, es ist für mich ausgeschlossen, noch einmal zu singen. Oh, komm! Frau Romanski, glauben Sie mir bitte, dass ich Sie niemals hier gestört hätte, wenn ich nicht wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen wäre. Ich verstehe, mein liebes Kind. Aber meine Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr zu singen. Es tut mir sehr leid. Es ist zu komisch, aber ich habe das Gefühl, Hans Vorarlberg muss einmal hier gewesen sein. Sie kennen Hans Vorarlberg? Nein, nicht direkt. Er ist die Person, nach der ich im Rahmen dieser Erbschaftsgeschichte suche. Aber je mehr ich seine Spur verfolge und seine Vergangenheit aufrolle, umso vertrauter wird er mir. Sie haben ihn gekannt, nicht wahr? Ob ich Hans Vorarlberg gekannt habe? Hören Sie, James. Ob wir Hans gekannt haben? Meinen Hans. Oh mein Gott, was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Eine erstaunliche Frage in der Tat. Höchst erstaunlich. Das weiß ich leider auch nicht. Hans Vorarlberg zu finden, ist das Ziel meiner Mission. Daher muss ich auch unbedingt meinen Zug, der in Kompkolzgrad festsitzt, wieder fahrtüchtig machen. Ist es Ihnen ohne diesen Zug denn nicht möglich, ihn zu finden? Sie müssen verstehen, diese Lokomotive ist eine seiner letzten Erfindungen, ebenso wie Oskar, der Pilotautomat. Ich bin davon überzeugt, dass beide mich zu ihm führen werden. Hören Sie das, James? Oh, wie lange schon hoffe ich, diesen Moment erleben zu dürfen. Wenn ich nur singen könnte. Oh, wenn ich jetzt in Paris wäre. Ich würde den guten alten George bitten, mir seinen Wundercocktail zu mixen. Nicht wahr, James? Sie haben mir diese Geschichte schon oft erzählt, gnädige Frau. Ohne dieses legendäre Getränk hätten Sie Ihre Frankreich-Tournee vermutlich absagen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Es war Dezember. Ein schreckliches, feuchtkaltes Wetter. Ich sollte an diesem Abend in der Pariser Oper die Tatjana singen. Bereits am Morgen versagten jedoch meine Stimmbänder. Ich wäre fast verrückt geworden. Kein einziges Medikament wirkte. Ich weiß nicht wie, aber George, der Barman des Hotels Murray's, hatte von meinem Unglück erfahren und ließ mir einen speziell von ihm gemixten Cocktail bringen. Ein merkwürdiges Getränk. Doch es wirkte Wunder. In kürzester Zeit war meine Stimme wieder da. Fantastisch! Damit haben wir die Lösung. Wir werden Ihnen diesen Cocktail zubereiten. Mein liebes Kind, ich fürchte, das wird unmöglich sein. George hat mir nie das Rezept verraten. Dazu genoss er es viel zu sehr, sich durch dieses Geheimnis unentbehrlich zu machen. Dieser George wird es mir verraten. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich will. Okay, ja, ich sag dazu noch nichts. Sie müssen unbedingt mit mir nach Kompkolzgrad kommen. Nur unter dieser Bedingung werde ich meinen Zug wiederbekommen und meine Reise fortsetzen können. Ihren Zug? Ja, ich verfolge meine Mission an Bord einer ungewöhnlichen mechanischen Lokomotive, die übrigens von einem Automaten gesteuert wird, der mit Ihrem James verwandt zu sein scheint. Hören Sie, James? Ein Automat? Sie haben einen Zwillingsbruder. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die einen so ungewöhnlichen Diener hat. Mit Verlaub, gnädige Frau, Ihre Worte erstaunen mich. Und dass ich es bis heute bei Ihnen ausgehalten habe, macht mich schon zu etwas Besonderem. Oskar ist nicht mein Diener. Er verfügt sogar über eine recht große geistige Unabhängigkeit. Er kann manchmal recht dickköpfig sein. Ganz wie Sie, James. Ist das nicht lustig? Dann wird sich die gnädige Frau sicher auch nicht wundern, dass ich ihr dringend von einer Reise abrate, die sehr anstrengend sein dürfte. Darüber entscheide ich, James, ich allein. Ich hätte Ihren Automaten gerne einmal kennengelernt, Fräulein Walker. Wo ist er? Er ist mit dem Zug in Kompkolzgrad geblieben. Der Direktor hat sich seine Hände ausgeliehen, um sie dem Pianistautomaten anzulegen, der sie begleiten soll, wenn sie dort singen. Wie reizend. Noch ein Automat.
Und dazu noch einer, der für mich spielen kann. Oh, warum hat mich nur meine Stimme verlassen? Sie müssen ein wunderbares Leben gehabt haben. Oh, wunderbarer noch, als Sie es sich vorstellen können. Ich habe die größten Arien des klassischen Repertoires in den prunkvollsten Konzertsälen der ganzen Welt gesungen. Oh ja, mein Kind. Viele lagen mir ab den ersten Noten bereits zu Füßen. Und wie viele Gläser und Herzen habe ich zum Bersten gebracht. Daran zweifle ich nicht. Und dann nimmt uns eines Tages die Krankheit, was das Leben uns geschenkt hat. Meine Stimme wollte mir nicht mehr gehorchen. Dann kamen die immer häufigeren Migräneanfälle und mit meiner Gesundheit ging es bergab. Man schickte mich schließlich hierher zur Kur. Und aus einem kurzen Aufenthalt wurden lange, lange Jahre. Aber Sie scheinen doch bei bester Gesundheit zu sein. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich will Sie nicht länger beanspruchen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude, liebes Kind. Sie sind eine charmante junge Frau und Ihre Gesellschaft hat mir gut getan. Ja, so, ihr Lieben. Wir haben einiges an Erfahrung gebracht und ich denke mal, wir werden im nächsten Part wahrscheinlich hiermit, damit und wahrscheinlich mit... Na? Dem Zeug den speziellen Cocktail-Mix kreieren, damit sie mitkommt und wir hoffen, den Comcast-Grad weitergehen können. Also bleibt dran, im nächsten Part geht's weiter, tschüss!